Liebe Bundesbrüder, liebe Kapellbrüder, zweimal berichten uns die Evangelisten von einem wunderbaren Fischfang. Lukas im 5. Kapitel und am heutigen Freitag in der Osteroktav Johannes im 21. Kapitel. Beide Berichte haben eine ähnliche Struktur. Petrus und seine Begleiter haben die ganze Nacht gearbeitet und sich abgemüht, vergeblich. Gleichwohl fordert sein Unbekannter auf, nochmals die Netze auszuwerfen. Das Ergebnis ist überwältigend, der Fang überreich. Nun erkennen die Fischer, wer jener Rätselunbekannte ist, der ihnen jene neuliche Anstrengung zumutete, nochmals die Netze auszuwerfen. Der Herr, der Kyrios, Gott selbst. Bei Lukas fällt Petrus Jesus zu Füßen. Ergriffen vom Schrecken, vermag er nur seine Sündhaftigkeit zu bekennen. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, so sagt er. Doch dieser Schrecken setzt voraus, dass er weiß, mit wem er es zu tun hat, mit wem er spricht. Jenen Unbekannten, den er zuvor Rabbi, Lehrer genannt hatte, bekennt er nun als den Herrn, Kyrios. So lautete seinerzeit die jüdische Bezeichnung für Gott. Der wunderbare Fischfang führt Petrus zur Erkenntnis. Dieser Unbekannte, Jesus, ist Gott. Und Jesus antwortet ihm mit jener Tröstung, die wir so oft im Neuen Testament lesen können. Fürchte dich nicht. Der Tröstung folgt eine Verheißung. Von jetzt an wirst du Menschen fischen. Nicht nur Petrus, auch seine Begleiter verließen alles und folgten ihm nach. Alles steht und fällt mit der Erkenntnis, dass zum Bekenntnis wird. Jesus ist der Herr. Er ruft uns in seine Nachfolge. Der zweite wunderbare Fischfang, das Evangelium von heute, spielt nach Ostern. Petrus und die Jünger sind im Auferstanden bereits mehrfach begegnet. Aber die Haltung der Jünger ist schwankend. Gewiss, Johannes sah und glaubte angesichts des leeren Grabes. Auch freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Doch umgekehrt tadelte Jesus ihren Unglauben und ihre Verstocktheit, vor allem bei Thomas. Gewiss ist es kein Zufall, dass gerade er nun Augenzeuge des wunderbaren Fischfangs wird. Ebenso wie Nathanael, der einst nicht glauben wollte, dass aus Nazareth etwas Gutes kommen könne. Wiederum erkennen die Jünger, es ist der Herr. Aus dieser Erkenntnis aber folgt etwas. Dem Herrn nachfolgen, das ist die Sendung und Berufung eines jeden Christen, nicht nur einiger weniger Amtsträger. Um ihm wirklich nachfolgen zu können, bedarf es zweierlei. Ihn zu kennen, erkennen und ihn zu lieben. Beides lehren uns die Berichte vom wunderbaren Fischfang. Jesus als den Herrn erkennen, vor dem wir immer selbst unsere Unzulänglichkeit eingestehen können. Jesus als den Herrn lieben, der uns all das gibt, was wir zum Leben, zum wahren, zum ewigen Leben brauchen. Was das ist, was wir brauchen, dafür steht das Bild vom überreichen Fischfang. Beide Male sind die Netze so voll, dass sie kaum eingeholt werden können. Im heutigen Evangelium heißt es, das Netz war mit 153 großen Fischen gefüllt. Der heilige Augustinus deutet diese Zahl als Hinweis auf die Mitte des Heils. Das Gesetz in Gestalt der 10 Gebote und die Gnade in Gestalt der 7 Sakramente. Seine Erklärung lautet, wenn zum Gesetz die Gnade hinzutritt, das heißt zum Buchstaben der Geist, dann wird der 10-Zahl die 7-Zahl hinzugefügt. Wenn also zur 10-Zahl des Gesetzes der Heilige Geist durch die 7-Zahl hinzutritt, ergibt das 17. Wer mit Zahlen von 1 bis zu dieser Zahl zusammenzählt, der kommt auf 153. Eine Zahlenallegorie gewiss. Wie vieles schenkt uns der Herr in reichem, ja in überreichem Maße. Sein Wort und die Gnade des Heiligen Geistes. Auch und gerade in den gegenwärtigen Umständen verlässt er uns nicht. Ganz im Gegenteil. Wer Christus, den auferstandenen Herrn, in seinem Alltag aufrichtig sucht und sich müht, der vermag ihn zu finden. Er selbst hatte ja Petrus und seinen Begleitern im Evangelium verheißen, werft das Netz aus
und ihr werdet etwas fangen. Dieses Etwas war die Fülle, die uns der auferstandene Herr schenkt, damals wie heute. Euch allen herzliche Grüße aus Rom und eine gesegnete Osterzeit.